So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Heute war definitiv an den Börsen mehr los als beim Deutschlandspiel. Also, da war man an der Börse besser aufgehoben als vor dem Fernseher. Da weiß man im Prinzip hier gar nicht, wo man anfangen soll. Die Bewegungen waren fast überall relativ stark. Fangen wir einfach hier von den heutigen Setups an. Hier habe ich am Vormittag ein Rücklaufsszenario vorgestellt. Das sollte das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar in den Bereich runterfallen, um dann dort oben das Kursziel zu erreichen. Da kam leider der Rücklauf nicht zustande und das Kursziel wurde dann sogar deutlich übertroffen, weil es viel schneller ging, an einem falschen Ort sozusagen, und die Abwärtstrendlinie nahezu exakt getroffen und daran dann bärisch abgeprallt. Da war enorme Bewegung los. Hier beim Gold, die Sellträgermarke, wer hier jetzt sich getraut hat, liegt schon über 20 Dollar vorne und hat eigentlich ja Kursziel erreicht. Hier ist definitiv öfters gehandelt worden und kann sich jetzt hier wieder Richtung ja, Zielzone, war eigentlich ja nur hier eingezeichnet. Und ja, wie gesagt, das ging hier schneller als gedacht. Das war das Setup. Hier beim Dow Jones ging es leider nicht in die Kaufzone. Der war schon länger eingezeichnet, aber ich habe den jetzt nicht besonders als relevant angesehen. Aber naja, hier wie man sieht, das Chartbild ist ein altes. Exakt hier unten gedreht und eine monsterbullische Kerze hingelegt vor dem Verfallstag. Dann hier zum Pfund. Australischer Dollar, da ist die Stop-Buy-Marke noch nicht erreicht worden, aber für mich sieht es hier sehr schön nach einer Bodenbildung aus und kann dann hier morgen aktiviert werden. Das waren jetzt die Setups von heute. Wie gesagt, hier Gold hat das Kursziel sozusagen erreicht gehabt. Dann habe ich ja, wie gesagt, eine Intraday-Analyse gestellt. Hier gab es ein mega Absacker im Euro-Yen und die Marke, die hier eingezeichnet worden ist, ja hier der Abwärtstrend, wurde jetzt hier temporär verlassen. Passt soweit auch, tagesmäßig natürlich ist die Wochenkerze alles andere bis jetzt als bullish. Zum DAX kommen wir später. Noch hier hat der Stopp gerade so gehalten und beim US-Dollar, japanischen Yen, hat hier das ein neues Tief noch ausgedehnt. Das war ja hier auch das Setup, Stopp noch gehalten, natürlich ist die Kerze jetzt natürlich mit Vorsicht zu genießen, allerdings ja, wenn der Stopp hält, kann sich das nach oben ausdehnen. Zum Dow Jones, das hatten wir ja schon. Der Südzucker ist mega stark. Und bei der Hypoport war ja gestern hier im Video schon erwähnt, dass es hier im Prinzip, das reicht fast zum Gap Close. Jetzt gab es einen größeren Rücklauf und morgen dürfte es mit der starken Schlussbörse nach oben wieder gehen. Ja. Der Hang Seng Index hat auf Schlusskursbasis den Stopp gehalten. Passt im Prinzip noch, dürfte aber morgen dann eine schöne Gegenbewegung machen. Hier BMW hat genauso das abgeliefert, neues Tief. Hier konnte man verkaufen, sogar zu weit höheren Kursen. Und mit dem Tief hat sich das jetzt nun erledigt. Jetzt darf es hier eben bis dorthin steigen.
kommen wir zum perfekten Setup. WTI, sage ich mal, die Moves, besser geht's nicht. Wie gesagt, hier nach drüben verschoben. Hier das erste Kursziel, der Rücklauf und exakt dann das Kursziel zum Schlusskurs erreicht. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Kommt morgen eine schöne Analyse raus, genauso wie Brent. Zack, zack, Kursziel erreicht. Dann kommen wir noch zum DAX. Intraday wurde die Marke hier deutlich unterschritten, aber mal wieder auf Schlusskursbasis hat diese Marke gehalten. Intraday, wie gesagt, klar war hier der Stopp angehoben worden. Man sollte dann doch nicht immer mal wieder die Setups dann über den Haufen werfen. In dem Fall war es jetzt nicht gut. Allerdings hier ist jetzt möglicherweise eben auch was fertig geworden. Das war nur ein Rücklauf, ein neues Tief. Und jetzt könnte das so eintreten, wie es an dem Tief schon möglich gewesen wäre. Nachbörslich stehen wir schon ja, genau über dieser Marke. Und hier könnte der größere Move dann sogar auch noch stattfinden. Aber morgen ist Verfallstag, also vorsichtig sein. Wünsche allen weiterhin gute Trades und noch schönere Fußballspiele als das, was Deutschland heute abgeliefert hat. Bis morgen.